Wir haben die Entwicklung der Gesamtpersonalausgaben und Stellen im Kernhaushalt und den Nebenhaushalten des Freistaates Sachsen geprüft. Zudem hat sich der Sächsische Rechnungshof die Besetzung bzw. Auslastung der im Personalpool Demografie zur Verfügung stehenden Stellen angesehen. Trotz sinkender Bevölkerungszahlen setzt der Freistaat Sachsen seinen begonnenen Weg eines massiven Stellen- und Personalzuwachses mit stark ansteigender Dynamik fort. Die Zahl der Stellen stieg innerhalb von 5 Jahren, also von 2016 bis 2021, um rund 9.000. Das sind mehr als 10%. Die Gesamtpersonalausgaben stiegen sogar um 18% an, also auf über 8 Milliarden Euro. Mit dem von der Staatskanzlei verwalteten Personalpool Demografie stehen der Landesverwaltung seit 2017 inzwischen 390 Stellen zur Bewältigung des demografischen Wandels zur Verfügung. In mehr als der Hälfte der Fälle wurden die Stellen dieses Personalpools jedoch nicht zur Bewältigung des demografischen Wandels durch Wissenstransfer, sondern vielmehr für sogenannte unvorhersehbare Aufgabenmehrungen beantragt. Dieser nicht sachgerechte Einsatz des durchaus sinnvollen Instruments führt zu einer Stellenmehrung anstatt des vorgesehenen Wissenstransfers und einer missbräuchlichen Umgehung des Budgetrechts des Sächsischen Landtages.